Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Cyberpunk 2077. Ja, ich hatte es euch versprochen, dass wir uns heute anschauen, wie denn die weibliche Lust so aussieht, wenn wir da $100 für ausgeben. Beim letzten Mal hatten wir das schon mit einem Mann getestet. Es war ein bisschen ungewohnt für mich, aber mal schauen. Klar, hab gerade nichts vor. Komm mit, Baby. Ich hab was, das macht dein Teil härter als deine Kindheit. Okay, also es war eigentlich genau das Gleiche. Es war einfach genau das Gleiche wie mit dem Mann, nur dass eben eine Frau da war. Aber die Szenen waren einfach genau die gleichen. Bis natürlich auf diesen merkwürdigen Bug am Anfang, als die Frau sich quasi gar nicht bewegt hat. Also sie ist nicht, die Beine haben sich nicht bewegt und sie hat sich bewegt, so ist es richtig. Die Beine haben nicht wie bei der Frau jetzt Laufbewegungen gemacht. Ich meine, ihr habt es selber gesehen, was erkläre ich das hier nochmal? Hier liegen aber anscheinend einige Sachen zum Lesen rum. Yo, schon mal Rainbow Poppers geschmissen. Die Chroniken von Titania, Buch 1. Du hast ja keine Ahnung, wovon du redest, sagte die Frau mit dem grünen Haar und lächelte abfällig. Ich habe schon viele Welten besucht, jede davon auf Lügen errichtet. Jede. Obwohl, diese hier ist womöglich die erste, deren Bewohner so stur die Augen vor der Wahrheit verschließen. Visan spürte Zonen sich hochkochen. Wie kann es diese Frau, eine Außenstehende der Utopie von Titania, wagen, ein System zu kritisieren, das Millionen glücklich gemacht hat, dachte er sich. Wenn hier jemand blind ist, dann du, brach es aus ihm heraus. Titania kennt keine Ungerechtigkeit, keinen Mangel. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte gehört jeder der privilegierten Klasse an. Die Frau lächelte sanft. Ihre bernsteinfarbenen Augen glitzerten schelmisch. Ist das wahr? Fragte sie. Was ist dann mit deiner Arbeit in dieser Konservenfabrik? Wieso bist du dort unglücklich? Visan zwang sich ruhig zu bleiben. Er konnte sich nicht erklären, warum ihn die Bemerkungen der Fremden so erzürnten. Vielleicht war es nicht ihre Schuld. Vielleicht begriff sie einfach nicht, dass die Menschheit endlich die ideale Gesellschaft geschaffen hatte. Ihre eigene Heimat ähnelte einer eher primitiven Welt, über lange Zeiten befleckt vom Makel des Feudalismus. In gewisser Weise war sie wie ein Kind, intelligent, ja, und doch ignorant und übertrieben selbstgerecht. Irgendeine Gruppe der Gesellschaft muss für diese Art der Arbeit zuständig sein, erklärte Visan. Dank der Fortschritte der Robotertechnik sind die Produktionsmethoden weitgehend automatisiert und liegen nicht mehr in unseren Händen. Wir haben nur noch eine Überwacherfunktion inne. Um also auf deine Frage zurückzukommen, ich bin nicht unglücklich. Die Roboter erledigen die Arbeit für mich. Also, du weißt doch, was Roboter sind, oder? Natürlich weiß ich das. Wir haben etwas Ähnliches, nur bestehen sie aus Ton und Stein, erwiderte die Frau mit dem hellgrünen Haar. Ihr Tonfall war immer noch überheblich. Gut, dann kommt deine Welt also ohne manuelle Arbeit aus. Doch bedeutet das nicht, dass Arbeiter wie du ihren früheren Wert verloren haben? Willst du etwa behaupten, dass es niemanden gibt, der deinen Fortschritt regelt? Jemanden, der euch Verantwortung überträgt? Visan verstummte. Die goldenen Augen der Frau funkelten mutwillig, als sie über sein verwirrtes Schweigen lachte. Bitte entschuldige. Die Lippen der Fremden kräuselten sich zu einem verlegenen Lächeln. Du magst ein gleichwertiges Mitglied dieses Konzerns sein. Doch nichts von dem, was ich hier gesehen habe, passt zu deiner Beschreibung. Purple Haze. Das kannten wir aber nicht. Hier ist gar nichts los, wie es aussieht. Einfach nur ein Raum zum Chillen. Ach so, wir können uns hier Drogen holen. Ja, mal gucken, was dann passiert. Zeig mir, was du hast. Ach so, ach so, ach so, ach so, ach so. Ach so, ja, das sind ja echt. Ach, ich dachte jetzt, die gibt mir einfach irgendeine Pille, dann nimmt die und dann sieht es ein bisschen bunt aus, aber anscheinend, ja, ihr meint was anderes. Lag hier nicht noch irgendwo was zum Lesen rum? Hier. Neue Braindance-Veröffentlichungen. Was geht, BD-Verrückte? Habt ihr Bock auf einen echten Emo-Rush? Dann werft einen Blick auf das Neueste, was der BD-Markt zu bieten hat. Fremdkörper. Der Körper ist... Ah, okay, ja, das haben wir schon gelesen. Diese... Also, das scheinen ja wohl
Chill-Ecken für die Lust zu sein, weil ja auch immer Love und 18 plus dran steht. Da frage ich mich, warum musste ich denn mit diesen Prostituierten da überhaupt nach Hause gehen? Wir hätten uns ja einfach in so eine Kammer hier zurückziehen können, wobei es irgendwie auch keine Tür zu geben scheint, um das richtig abzuschließen. Oh, die sieht ja cool aus. Also vor allem die Brille. Was sagt die? Ich warte auf einen Freund. Die wartet doch gar nicht, die läuft doch. Unfassbar. Wie die einen hier anlügen. Habt ihr auch echtes Fleisch da? Du meinst von Tieren? Mach dich nicht lächerlich. Das war's schon, oder was? Okay. Der Foodie-Leitfaden für Night City. Weltenbummler, die in Night City ankommen, sehen sich mit einem Dilemma konfrontiert. Sollen sie die lokale Küche genießen oder den eigenen Eingeweiden das Elend lieber doch ersparen? Wenn sie keine Traumateam-Versicherung besitzen, halten sie sich am besten an die geprüften Ketten und exklusiven Restaurants. Haben sie eine, stürzen sie sich ruhig ins Abenteuer. Night City steckt voll vielversprechendem Risiko. Hier kommt unsere Top-Liste mit Night Citys bestem Risikofutter. Für Vorsichtige? Blö. Ein preisgekröntes Gourmet-Erlebnis mit dem reichhaltigsten Angebot der Stadt. Wenn sie sich hochwertig regionale und saisonale Zutaten wünschen, ist das Bleu genau der richtige Ort für sie. Zu den Hauptattraktionen gehören authentischer Kaviar, Austern und importierter Prosecco. Das alabasterweiße Innendesign samt minimalistischen Dekor ist das perfekte Ambiente für die verdiente Entspannung nach einem geschäftigen Tag. Pepper and Spice, eine einzigartige Lokalität auf der kulinarischen Karte von Night City. Dieses Restaurant wurde von der berühmten Reiseikone Toni Halleck gegründet und hebt sich dank der abwechslungsreichen Menüs aus transkontinentalen Gerichten zu überraschend guten Preisen von der Konkurrenz ab. Karibisch, polnisch, kenianisch, hier gibt es alles. Nur eben nicht in Kombination, die man erwarten würde. Der Favorit bei den Gästen, Halleks Vanille Dumplings. Für Mutige. Back a Slice. Wenn man einer urbanen Legende Glauben schenkt, für das NCBD eine Liste mysteriöser Todesfälle Obdachloser, deren letztes Mal angeblich Pizza von Back a Slice war. Wahr oder nicht, Schnäppchenjäger, die für ein Mittagessen nicht mehr als einen Euro-Dollar aufbringen können, müssen sich leider auch auf ernste Magen-Darm-Probleme einstellen. Ist es das Risiko wert? Nur wenn man auf den fettigen, authentischen Night City-Geschmack steht. Außerdem garantieren wir Ihnen, dass die hausgemachten und nur auf Nachfrage erhältlichen Chili Spirit Scopperoni nach geheimem Rezept keinem Gericht ähneln, das sie je gekostet haben. Roulei, schön scharf und saulecker. Oder doch Glutamatschleuder? Jeder Besuch in diesem beliebten Lokal ist wie eine Partie chinesisches Roulette. Stammgäste des Roulei behaupten, hier bekomme man mit größter Sicherheit sowohl erträgliche Frühlingsrollen und ganz gute Rangoons, als auch verdorbenen Tofu und Sichuan-Salmonellen. Wir haben sie gewarnt. Alles klar, vielen Dank. Was hatten wir eigentlich zum Kaufen? Was habt ihr zu essen? Sie selbst. Ja, also einfach nur dieses langweilige Standardszeug, was er da überhaupt nicht auf seinem Grill macht, verdammt nochmal. Ich will das haben, was auf dem Grill liegt. Gut, gehen wir mal weiter. Ich glaube. Was ist das denn? Ja, gibt's denn hier nur Sexshops oder was? Wide open. Für was ist denn das die Werbung? Ich meine, dass das ein nackter Frauenarsch ist und eine Schlange, die da, ihr wisst schon was. Second Amendment is not only for the rich. Und wieso muss die Frau da wieder halb nackt sein? Lustig. Ja, ich weiß nicht so richtig, für was das Werbung ist. Real water, only 99 per gallon. Contact your local dealer. Wir scheinen hier auf jeden Fall auf der Vergnügungsmeile zu sein. Im Rotlichtmilieu von Night City. Was mir irgendwie jetzt erst in der Folge so richtig bewusst wird. Wird auch nicht. Checked and Coke. Oh, Süßer, nicht so schnell. Komm, halt, sag hier nicht gerade wieder was zum Lesen? Hier liegt überall was zum Lesen rum. Was ist denn hier los? Ach, ich habe jetzt genug gelesen. Ich habe jetzt gerade keinen Bock mehr zu lesen. Es reicht doch irgendwann mal. Was ist das? Midnight Lady. Accessoires. Ach so. Ja, ich weiß nicht, ob ich es geil finden würde, wenn. Ach, musst du dich hier vorstellen? Ich gucke mir das da gerade an. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob ich das. Was ist denn das hier schon wieder? Ach so. Ob ich das geil finden würde, wenn. Geht's gut.
Okay, hallo. Ja, ich weiß nicht, ob ich das geil finden würde, wenn... Was für eine Scheißwelt! Ja, okay. Okay, kann ich jetzt endlich meinen Gedanken mal zu Ende bringen? Ich weiß nicht, ob mir das gefallen würde, wenn statt Nippel Münder da wären. Also, das sieht irgendwie komisch aus. Nicht wirklich geil. Oder Blitze, ich weiß auch nicht, was das soll. Zieh dich! Das sieht einfach nur aus wie total schlecht aufgelöste, kantige Brüste. Verstehe ich auch nicht so richtig. Und das mit den Stacheln, das wird immer absurder. Okay. Ja, jetzt gehen wir aber trotzdem mal noch in diesen... Wieso sitzt denn Johnny hier? Hallo? Erstens, warum sitzt Johnny hier? Zweitens, warum kann ich nicht mit ihm reden? Also mit Johnny. Und drittens, warum ascht er auf Johnny ab? Ich meine, er sieht ihn ja nicht. Sitzt er immer mal irgendwo rum oder was? Du, jetzt gucken wir aber trotzdem noch mal diesen Sextoy-Laden an. Ich hab was, das macht dein Teil härter als deine Kindheit. Geil sind auch diese Umlegebrüste, muss ich sagen. Versuche ich ja. Aber ich hab trotzdem keinen Schimmer. Alter, was sind denn das für Riesendildos? Unfassbar. Oh Gott. Somit kann Doppelter ich oder was? Die sind schon extrem groß. Warum sind alle hinter mir her? Vielleicht, weil du im Sextoy-Laden die riesige Dildos anguckst. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie total langweilig, oder? Also 300.000 Mal das Gleiche hier ausgestellt. Überall diese Umschnalldinger da, also irgendwie, keine Ahnung, hätte man da vielleicht mehr Abwechslung reinbringen können? Hm. Wer macht denn hier die ganze Zeit Fotos? Wow. Hast du was Interessantes für mich? Knebel. Safe Words sind eh was für Weicheier. Love Compartment, das passiert jeder Zentimeter, was, da passt jeder Zentimeter Liebe rein. Weil es nur Junk, ich kann ja eh nichts damit machen. Pillowmancer 3000, Verstopfung sind so 2076. Protector, manchmal muss die Polizei so richtig hart durchgreifen. Stacheldildo, wenn einfach nur groß dir nicht reicht. Transanal Express, alle Mann einsteigen. Erste Haltestelle, Prostata Plateau. BD3 Maus One Desire. Ach so, ja, hier irgendwie die drei Münder. Das habe ich auch nicht so richtig kapiert, was daran geil sein soll. Bonusmaterial, nicht kompatibel mit deiner Software. BD 6. Ach so, kann ich, wenn ich das BD kaufe, dann irgendwie nutzen? Also sehe ich das dann irgendwie? Also kann ich irgendwie in dieses BD rein? Ich wollte ja schon immer mal so einen normalen Braindance sehen. Und wir hatten ja bisher nur diesen. Und ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob es überhaupt normale Braindances gibt. Sixth Gear, Bonusmaterial, nicht kompatibel mit deiner Software. Ach so, nicht kompatibel mit deiner Software, heißt wahrscheinlich, ich kann es nicht nutzen. Aftershocks, Bonusmaterial. Conqueror 9000, Bonusmaterial. Count Destroyer. Epicurean Sonata. Midnight Visitor. Wet Dream, aber ja, steht überall da, dass es nicht kompatibel wäre. Gut, vielleicht gehen wir jetzt mal weiter und versuchen jetzt doch mal irgendwie zu meinem eigentlichen Auftrag zu kommen. Kann ich hier zocken? Auch nicht, wie es aussieht. Nein, nein, mir geht's gut. Danke. Ach, die hätten das echt mal anders programmieren können, dass die mal ein bisschen individueller irgendwas sagen. So, ich meine, die arbeitet hier in dem Laden. Wenn ich reingehe, dann muss die doch nicht sagen, hey, mir geht's gut. Nee, die muss mir irgendwas wegen dem Laden sagen. Ich brauche ein Nickerchen. Nur ganz kurz. Wie ist in meinem bescheidenen Domizil? Bakako, endlich trifft man sich mal. Also, warum bist du hier? Weil ich meine verdammte Belohnung abholen will. Bin mir sicher, niemand kennt Westbrook so gut wie du. Meine Männer kannten Westbrook. Jeder Einzelne ein hohes Tier bei den Tiger Claws. Ihnen gehörte Japantown. Was haben sie so gemacht? Das, womit man die meisten Eddies und die meiste Macht verdient. Sex und Schwarzmarkt-Tech verkaufen.
Aus reiner Neugier. Wie viele Ehemänner hattest du nochmal? 5. Alle vor ihrer Zeit von uns gegangen. Eine Tragödie. Keine Angst, dass es dich auch trifft? Ich muss doch für meine 9 Söhne leben. Wir haben eine offene Rechnung. Du erinnerst dich an Sandra Dorsett? Ich vergesse solche Dinge nicht wie. Hier ist deine Belohnung. Und dazu ein nennenswerter Bonus. Such dir einen Ripperdog. Der macht dir einen Dermalabdruck für die Smart Gun-Kompatibilität. Eine Spezialität der Tiger Claws. Besagt, der Direct Link dient gleichzeitig als Tattoo, ein Geschenk von mir an dich. Mhm. Jetzt haben wir auch theoretischerweise genug Geld, um Victor zu bezahlen. Wir haben über 10.000. Es gab auch ziemlich viel Kohle, also über 3.000 irgendwie an Eddies. Und jetzt haben wir insgesamt Warte. Über... Warte, was wolltest du denn sagen? Haben wir über 10.000. Nichts. Ding ist durch. Hol dir eine Belohnung im Ripperdog-Inventar von Casius Riders Klinik ab. Machen wir doch gerne. Und dann wollen wir eigentlich die andere Nebenquest verfolgen. Mit dem komischen Delamant Taxi-Service. Oh, das ist aber weit weg. 1,8 Kilometer. Aber mein Motorrad liegt noch da. Es wurde nicht geklaut. Vielen Dank. Steig auf. Jetzt. Kids mit gefälschten Ausweisen wirken sich voll cool und lässig. Was sind das hier für ein Ausrufezeichen? Steig ab! Gucken wir erst mal kurz, was das für ein Ausrufezeichen ist. Ja, brauchen wir nicht speichern. Hey, hey, wie? Warte mal kurz. Hör mal einen Moment zu. Haut ganz schön in die Klampe, was? Für meine ungeschulten Ohren klingt er ganz ordentlich. Gibt wesentlich Schlimmeres. Weißt du warum? Die Technik ist nicht so wichtig. Aber das Feeling, das zählt. Der Junge trägt einen tiefen Schmerz in sich. Etwas, das ihn nicht loslässt. Und das hört man. Könnte ein bisschen mehr Charisma haben und die Akkorde besser treffen, aber... Alles in allem gar nicht mal so übel. Aus deinem Mund klingt das fast wie ein Lob. Hast du auch so angefangen? Straßenmusiker mit großen Ambitionen. Sehr witzig. Ich habe nicht von Ruhm geträumt. Hatte alle Hände voll zu tun, damit die Welt wach zu rütteln. Erfolg kann sich lohnen. Wenn du die Welt wachrütteln willst, muss die Welt dir erstmal zuhören. Und das hat seinen Preis. Wer gibt dir denn einen Vertrag, wenn du in deinen Songs die großen Konzerne anmachst? Aber wer seine Ideale einmal verkauft hat, ist sie für immer los. Schon gut, du Künstlerprinzessin. Immerhin hattest du ein paar Gigs. Hab die Erinnerungen gesehen. Ja, wir haben überall gejammt. In Parks, Fabrikhallen, Underground-Clubs. Nun, damals haben die coolen Leute uns gefeiert. Einige haben es aufgenommen und geteilt. Du meinst, es gibt noch alte Samurai-Bootlegs? Die könnten ein paar Eddies wert sein. Jetzt wechselst du auch auf den Sellout-Zug? Da kommen mir ja fast die Tränen. Jetzt mal Spaß beiseite. Glaubst du, dass es nach all den Jahren solche Aufnahmen noch gibt? Das Rainbow Cadence ist nicht weit von hier. Da haben wir früher ein paar Mal gespielt. Geiler Schuppen für Leute, die echt was von Musik verstehen. Vielleicht wissen die ja was. Ist das jetzt ein Nebenquest, oder? Er lässt auf jeden Fall nicht mit sich reden. Was steht hier? Die Warschauer katholische Kirche und ihre Herkunft. Oh, das klingt ja sehr interessant. Wie der heilige Augustinus von Hippo sagte, Irren ist menschlich, doch absichtlich Irren ist das Werk des Teufels. Papst Ferdinand I. und seine Nachfolger sind dieser abscheulichen Sünde schuldig, denn sie verdrehen das Wort Christi und wenden sich von ihm ab und der Anbetung des goldenen Kalbs in Form von Technologie und Mammon.
und Mammon zu. Und nicht nur für sich wählten sie diesen Irrweg, sondern ebenso für Gottes Herde. Zum Wohle der Millionen ewiger Seelen, die ihm so sehr am Herzen liegen, tat Kardinal Konrad Lewandowski daher das Einzige, was sein Gottvertrauen ihm gebot. Als er erkannte, dass der Vatikan dem Herrn entsagt hatte, widerrief er seine Nominierung, die Heilige Herde anzuführen, schulderte das neu gegründete polnische Pontifikat und verlegte den Sitz der neuen Kirche nach Lichen in Polen. Was glauben Warschauer Katholiken? Warschauer Katholiken glauben an den einzig wahren Gott, an die durch das Naturgesetz definierte Familie und an die durch Blut geheiligten Traditionen ihrer Vorfahren. Was bedeutet der Satz, ich glaube an Gott? Er bedeutet, wir erkennen die Wahrheit, dass es nur einen wahren Gott gibt, dessen Weisheit unendlich und unveränderlich ist, der unseren Gehorsam gebietet, der uns auffordert, unsere Familien auf der Basis von Liebe und Glauben zu gründen, der Polen prüfte wie einst Hiob und es damit als sein gelobtes Land erwählte. Durch wen enthüllte Gott, woran wir glauben müssen? Durch seinen einzigen Sohn Jesus Christus, dessen Erdenstimme wiederum durch den von der polnischen Bischofskonferenz gewählten Papst spricht. Warum an das Wort Gottes glauben? Weil nur der Glaube uns retten kann, auf dass wir im Himmel ewigen Frieden finden. Nur der Glaube macht uns zu wahren Polen, auf Polnisch betend, denkend und sprechend, wie es schon unsere Vorfahren taten. Was ist das denn? Es ist, okay, also bei, okay, ja, ich versuche gar nicht mehr darüber nachzudenken. Es war jetzt einfach zu absurd. Ja, ich weiß jetzt leider, ist das jetzt ein eigenes Nebenquest mit Johnny English? Oder, ach, ich falsche Knopf. The Ballad of, ah ja, es ist ein eigenes. Begib dich zum Club Rainbow Cadenza. Ja, dann machen wir das erstmal. Es scheint wohl hier in der Nähe zu sein. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert, abonniert. Aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschö, tschö.